Hey Leute, am Mittwoch gab's ja eine neue Mandalorian-Folge, das Finale von Staffel 3. Natürlich kann ich jetzt die Tradition nicht sein lassen, gerade bei der letzten Folge jetzt am Wochenende ein Video über die kleinen interessanten Details und Easter Eggs in der Folge zu machen. Deswegen heute genau dieses Video. Und heute stammt, um ehrlich zu sein, alles, was ich anspreche, aus den Kommentaren, die ihr unter meinem Review-Video am Mittwoch hinterlassen habt. Also starten wir direkt rein, lasst uns keine Zeit verschwenden. Jojo ist was aufgefallen, was vielleicht nicht unbedingt ein Easter Egg ist, aber was interessant zu besprechen ist. Nämlich, der Kommentar lautet, irgendwie hielten die Jetpacks dieses Mal so lange. Und ja, das stimmt. In Folge 4 haben wir ja gesehen, wie dieser Flugsaurier verfolgt worden ist. Und da schien es so, als ob nach 30 Sekunden die Jetpacks einfach komplett leer wären und die landen müssten. Und hier ging es einfach mal eine ganze Schlacht. Vorher haben die Jetpacks schon das ein oder andere Mal benutzt, um zum Beispiel aus der Basis rauszukommen. Und das waren bestimmt mindestens 20, 30 Minuten, wenn nicht länger, die diese Jetpacks benutzt haben. Deutlich länger als in Folge 4. Allerdings muss man dazu natürlich sagen, dass in Folge 4 einige Schnitte waren. Vielleicht soll das gezeigt haben, dass die diesen Flugsaurier länger verfolgt haben und die wollten uns dann nicht eine halbe Stunde zeigen, wie die den verfolgen. Und zum anderen könnte man auch sagen, da waren es nur die Mandalorianer, der Kinder der Watch. Das ist so eine kleine Splittergruppe der Mandalorianer, die jetzt auch nicht so aussieht, als hätten die so die besten Mittel. Vielleicht hatten die halt ihre Jetpacks nur zu 5% gefüllt und konnten deswegen nicht so lange fliegen. Und erst als sie sich mit den anderen Mandalorianern zusammengetan haben und mit der Flotte, die dann zusammenkam, vielleicht haben die dann erst genügend Treibstoff gekriegt. Deswegen, ja. Aber du hast recht, ich fand es auch ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein, nach dem, was man so von den Jetpacks bisher in dieser Staffel gesehen hat. Aaron ist mehr oder minder was zur Raumschlacht aufgefallen, denn er schreibt, interessant finde ich, dass man in den Concept Arts einen Mandalorianer, vermutlich einen Imperialen, in einem TIE Fighter sieht und auf dem Bildschirm einen X-Wing sieht. Anscheinend wurde wohl geplant, dass die Neue Republik in der Raumschlacht auch mitkämpft oder dass die Mandalorianer auch X-Flügler besitzen. Ja, da bin ich mir jetzt nicht so zu 100% sicher, also klar, dieses Concept Art existiert und vor allem auch der Mandalorianer da drin hat mich stutzig gemacht. Die Sache ist allerdings, dass gerade bei so Konzeptzeichnungen halt mehr so der viel für den Shot rübergebracht werden soll, um anderen Leuten zu zeigen, wo es ungefähr mit der Folge hingehen soll. Und die Leute, die an diesem Concept Art arbeiten, arbeiten meistens auch unter Druck und unter Zeit. Und um dann halt dieses Feeling rüberbringen zu können, nutzen die teilweise halt auch andere Artworks, andere Zeichnungen, Fotos und malen davon dann Sachen ab, wodurch dann teilweise halt Charaktere mit in so Bildern auftauchen, die so niemals geplant sind, die halt aber einfach nur den Leuten ähnlich sehen, die da eigentlich sein sollen. Deswegen zum Beispiel dieser X-Wing da, da würde ich nicht viel drauf geben. Wahrscheinlich ist da einfach ein bisschen Textur aus einem anderen Bild mit übernommen worden. Aber dieser imperiale Mandalorianer, das sieht schon wirklich anders aus. Und wenn man sich mal die anderen Konzeptzeichnungen so anguckt, kriegt man so das Gefühl, dass im Finale doch einiges anderes geplant war. Und mittlerweile kommen so auch die ein oder anderen Berichte raus, die darauf hindeuten, dass nochmal einiges am Finale verändert worden ist. Es gab wohl einige Reshoots für die Serie und ich würde vermuten, dass die fürs Finale genutzt worden sind, denn einige reputable Leaker wie MakingStarWars.net haben uns Leaks gegeben, wie zum Beispiel, dass es eine riesige Schlacht auf einem großen vereisten See geben wird zwischen spezialisierten Sturmtruppen Moff Gideons und vielen Mandalorianern, dass in irgendeiner Art und Weise der Mythosaurier mit auftaucht und potenziell bekämpft oder gezähmt werden muss. Und das war halt so gar nicht der Fall, während Making Star Wars sehr, sehr vieles anderes zu dieser Staffel richtig geleakt hatte. Deswegen bin ich mir da echt nicht sicher, was wir da eigentlich zu Gesicht bekommen hätten sollen. Und wenn man sich so die anderen Concept Arts anguckt, sehen wir da auch noch zwei von der Raumschlacht. X-Wolves hätte laut dem Concept Art während der Raumschlacht eigentlich hochfliegen sollen. Und in der Folge schafft er es, vor der Raumschlacht nach oben zu kommen, um dann die Kontrolle über dieses Schiff zu übernehmen. Also eigentlich hätten wir eine große Raumschlacht sehen sollen und in dem anderen Concept Art wird ein Gosanti-Kreuzer einfach mal weggeblasen. Die waren in der Folge nicht mehr zu sehen. Deswegen bin ich mir nicht wirklich sicher, ob das jetzt einfach nur so Stand-in für diesen Mandalorianer ist oder ob wir wirklich imperiale Mandalorianer eigentlich hier hätten sehen sollen, die die TIE Fighter halt eben benutzen. Was meint ihr? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Von Vase kommt ein sehr, sehr interessanter Kommentar, der lautet nämlich, ich denke mal, das sind Sparty-Zylinder aus Legends, da ich mir nicht vorstellen kann, dass er diese Klone von sich selbst seit 10 Jahren hat.
Und ja, auf jeden Fall eine Kanon-Abwandlung vermutlich von diesen Sparty-Zylindern. Ich habe in letzter Zeit in Videos schon mal öfter über Sparty-Zylinder gesprochen, allerdings meistens eher im Kontext von The Bad Batch. Sparty-Zylinder stammen aus der Original-Thrawn-Trilogie vom Anfang der 90er und da hat Thrawn 20.000 von diesen Zylindern in einem imperialen Versteck gefunden und damit mit ein paar Tricks Klone innerhalb von so 3 bis 4 Wochen klonen und halt zum Erwachsenenalter bringen können, wodurch er innerhalb von ein paar Monaten eine ganze neue Klonarmee mit erwachsenen, einsatzbereiten Klonen hatte. Und ja, ich gehe sehr stark davon aus, dass diese Zylinder mit Moff Gideons Klonen sowas in der Art eine Kanon-Variante davon sind, ob die jetzt Sparty-Zylinder heißen oder nicht, sei dahingestellt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir wirklich eine Verbindung zwischen The Bad Batch und halt diesen Klonzylindern bekommen, weil es ja in The Bad Batch schon sehr ums Klonen geht. Vielleicht hat es sogar wirklich was mit dem Zylobis zu tun. Da habe ich ja auch ein eigenes Theorienvideo schon drüber gemacht, was eigentlich sehr wild ist. Aber je mehr und mehr Folgen rauskommen, desto mehr und mehr Brotkrumen kriegen wir, die auf dieses Theorienvideo wirklich hindeuten würden. Also das macht mir mittlerweile, es hat mir von Anfang an Angst gemacht, wie gut diese Theorie passen könnte, aber es wird immer, immer wirklich furchterregender, Leute. Aber um nochmal auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, ja, mit so Sparty-Technologie könnte Gideon das halt schaffen, je nachdem, wie es im Kanon umgesetzt wird, so Klone innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Monaten vom Babyalter sozusagen ins Erwachsenenalter zu kriegen. Und da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Scheinbar hat es ja längere Zeit gedauert, um diese Klone perfekt hinzukriegen. Grogu hatte der ja auch erst vor 1-2 Jahren in Gefangenschaft und dann genutzt, um seine Klone zu perfektionieren. Ich glaube auch nicht, dass die Klone da seit Jahren oder Jahrzehnten in diesen Tanks mit drin sind. Robin kommt aber auch mit einer sehr wilden Theorie an, die ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal gehört habe. Und je nachdem, wann dieses Video hier rauskommt, gibt es dazu auch ein kleines Video aus der Ausbasis Shorts. Robin schreibt, Moff Gideon hatte vor der letzten Folge immer einen Schnurrbart, welchen er jetzt nicht mehr hat. Allerdings haben seine Klone, die wir gesehen haben, auch keine Bärte. Kann das darauf hinweisen, dass der echte Gideon noch lebt? Und ja, das ist definitiv eine Möglichkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Fans das wollen würden, dass wir jetzt in der nächsten Staffel nochmal Gideon kriegen. Nochmal einen Gideon, der halt auf irgendeine Art und Weise wieder auftaucht, obwohl er eigentlich besiegt sein sollte. Es könnte sein, dass das nur ein Klon war und Gideon in der nächsten Staffel, also Gideon Prime, wieder auftaucht. Oder es war doch Gideon und in der nächsten Staffel kommt halt ein Gideon-Klon. Ich bin mir da wirklich, wirklich nicht sicher. Aber dazu wird wahrscheinlich die Tage auch nochmal in einem Video mehr noch zu kommen. Wonder Woman Millow will noch später was gesehen haben. Nämlich schreibt Wonder Woman Millow, Grogu spürt die Präsenz des Mythosauriers und kommuniziert kurz mit ihm. Ja, so wie es geschnitten ist, könnte das definitiv so sein. Man sieht ja Grogu, der nochmal so ein bisschen in den See guckt. Und wir sehen ja auch kurz, wie der Mythosaurier seine Augen aufmacht. Da ist so die Frage, ist der Mythosaurier vielleicht selbst machtsensitiv? Könnte der Grogu gespürt haben? Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze interpretiert. Dann habe ich eine Menge, also bestimmt so 20 verschiedene Kommentare gesehen, die alle das geschrieben haben. Ich habe mir jetzt mal einen rausgefischt von Toonfish Loops und das lautet, in der Szene, wo Mando auf den Außenposten in der Republik fliegt, kann man in der Bar im Hintergrund Dave Filoni sehen, der sich mit anderen Piloten unterhält. Falls ihr das nicht wisst, Dave Filoni ist Mitte der 2000er von George Lucas, dem Star Wars Erfinder, ausgesucht worden, um The Clone Wars mit ihm zu erschaffen und hat seitdem The Clone Wars geleitet, ist der Erschaffer von Rebels, von Resistance, von Tales of the Jedi, von The Bad Batch und ist jetzt ein wichtiger Part für The Mandalorian, das Mandoverse, hat die Ahsoka-Serie jetzt fertig gemacht, die im August kommt und wird demnächst auch einen Film im Mandoverse für die Kinos produzieren. Und ja, das ist definitiv Dave Filoni. Der war ja auch schon mit Deborah Chow und Rick Famuyiwa, den anderen Mandalorian-Regisseuren, in einer vorherigen Folge da an der Bar. Allerdings ist der jetzt hier, so wie ich das sehe, der einzige, den man hier als Easter Egg werten könnte. Und von Spyro VFX kommt der Kommentar, am Ende, als Din den Droidenkopf geholt hatte, war nebendran ein Sturmtruppenhelm zu sehen, welcher aus dem Projekt Blackwing mit den Zombie-Sturmtruppen stammen könnte. Passt jedenfalls von den Farben und den Kratzern. Ja, das stimmt schon, dass das so sein könnte. Und wir haben dazu, soweit ich weiß, den einzigen Star Wars Horrorroman Death Troopers, auf Deutsch der Todeskreuzer, soweit ich weiß. Und da werden einige Sturmtruppen in mehr oder minder Zombies verwandelt. Und es könnte so eine Anspielung darauf sein, aber ich würde eher darauf tippen, dass irgendein Monster diesen Sturmtruppler besiegt hat
oder dass es eine Anspielung darauf sein soll, dass ein Mitglied der Neuen Republik, vielleicht sogar Zap, in den Nahkampf gegangen ist oder irgendein Wookie der Neuen Republik und da so ein Sturmtruppler mal eben zerkratzt hat. Aber das war's auch schon. Das waren die kleinen interessanten Details aus dieser Folge und die Easter Eggs, die ihr so gefunden habt. Ich konnte, um ehrlich zu sein, nicht wirklich viel mehr finden. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wenn ihr mein angesprochenes Theorienvideo über das Klonen und was das Ganze mit dem Zillowbeast zu tun hat und wie das Ganze vielleicht alles an Star Wars momentan vereinen könnte, sehen wollt, schaut mal hier in die Endcard rein. Es lohnt sich wirklich, wirklich sehr. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.